Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Florian Ibe, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Werbe- und Marketingagentur PicType mit Sitz in Köln und München. Und in diesem Video soll es um das wohl beste SEO-Tool meiner Meinung oder unserer Meinung nach, unserer Agenturerfahrungsmeinung nach gehen. Und ja, das SEO wird immer wichtiger. Es ist der Bestandteil einer guten Webseite, eines guten Online-Shops. Und wie ich in meinen letzten Videos auch schon ein paar Mal erklärt habe, geht es vor allem um Suchbegriffe, um Keywords, die Menschen im Google-Suchschlitz eingeben, und damit wird eine Relevanz hergestellt und die Seite, am besten deine Seite, dein Online-Shop, wird dadurch gefunden. Und ich möchte einfach so ein paar Halbwahrheiten entsprechend mal mit aufräumen und euch einfach das wohl günstigste Tool, aber auch das wohl beste Tool an die Hand legen und letzten Endes auch euch zeigen, wieso das so gut ist, wieso viele Vergleiche das gar nicht aufzeigen und vor allem, wieso das ganze Thema so komplex ist, aber eigentlich auch so einfach sein kann, wenn man eine moderne Software hat. Die Software, die ich hier vorstelle, kostet 30 Euro im Monat. Also sie ist nicht kostenfrei. Aber 30 Euro im Monat ist ein normaler Handyvertrag, das sollte jeder aufwenden, damit man einfach erfolgreich wird. Wir haben ein größeres Paket, das zeige ich gleich mal. Da hat man noch ein paar mehr Funktionen, die braucht aber der Normalo nicht. Und wir haben natürlich, weil wir halt über 100 Kunden betreuen, haben wir halt mehr Volumen. Aber das zeige ich euch gleich alles. Ich zeige euch auch andere Tools, aber ich zeige euch dann vor allem auch, wieso das beste Tool ist, und wir werden gemeinsam mal einfach eine Seite analysieren und unsere Steps als Agentur 1:1 durchgehen. Das heißt, bleibt dran und wie immer alle Informationen auch unter dem Video in der Videobeschreibung, auch der Link zum Tool entsprechend, aber da zeige ich euch jetzt mehr. Ja, wenn man mal einfach bei Google SEO-Tool, SEO-Programm eingibt, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Es gibt ganz viele kostenfreie Sachen. Da kann man sich aus, ich sag mal, 10 verschiedenen Tools, wo man sich dann teilweise anmelden muss, irgendwas zusammenbauen. Aber letzten Endes sage ich einfach mal, der Aufwand für dieses Konstrukt, die ganzen einzelnen Sachen zu öffnen, da muss man alles hin und her kopieren. Es wird teilweise nicht gespeichert, das heißt, man muss immer wieder neu eingeben. Dann pflegt eine Excel-Liste oder wie auch immer, muss es immer wieder neu hochladen. Das ist alles nicht gut. Das kann man machen, wenn man auf den letzten Cent achten muss, aber ganz ehrlich, dann hat man auch kein wirkliches Business. Denn wie schon anfangs gesagt, geht es hier um 30 Euro im Monat, wo ich alles im Prinzip drin habe, was ich brauche. Es ist ganz, ganz wichtig, das einmal zu verstehen, was kostenfrei ist, ist hier einfach nicht gut. So, wir arbeiten hier mit Google, das ist der Marktführer, und dementsprechend brauche ich eine Google-Schnittstelle. Und diese Google-Schnittstelle muss angezapft werden, damit ich auch wirklich Daten von Google habe. Die meisten anderen Suchmaschinen, also ich sag mal die restlichen 90% oder 88% circa, richten sich sowieso nach dem Google-Suchindex. Das heißt, die adaptieren das alles, haben zwar einen eigenen Suchalgorithmus, aber es ist immer sehr, sehr ähnlich. Das nur als Hintergrundwissen. Wenn man jetzt mal schaut, welche SEO-Tools entsprechend überall gelistet werden. Ich habe jetzt mal hier von OMR entsprechend mal einen Artikel genommen. Da könnt ihr euch aber ganz, ganz viele Artikel auch anschauen. Letzten Endes, wir haben immer Sistrix, SEMrush, Screaming Frog. Das ist ein Programm, was man sogar runterladen muss. Ahrefs, Google Search Konsole, die ist ja kostenfrei. Die sollte auch jeder Webmaster entsprechend hinterlegen in der Webseite. Ist ganz einfach, gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Da gibt es ganz viele Erklärungen im Netz. SEObility, Search Matrix, Right. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Xovi. Ohne jetzt andere schlecht reden zu wollen, die meisten sind teuer, sind viel nach Deutsch entwickelt, und Deutschland hat einfach einen enorm kleinen Anteil, das vergessen halt viele. Wir brauchen internationale Software. Internationale Software, wo ich mir dann, zeige ich gleich auch, über die Google Chrome Browser Extension, wenn ich jetzt Englisch nicht so gut spreche, mir das lieber übersetzen lasse, aber eine deutsche Software kann nie so gut sein wie eine amerikanische oder internationale Software. Das muss man einfach immer im Hintergrund haben, weil Deutschland ist, wenn man sich eine Weltkarte mal anschaut, einfach viel zu klein dafür. Bitte immer im Hinterkopf haben.
So, wenn man jetzt die anderen sich anschaut, haben wir immer halt einen eigenen Suchindex. Sistrix hat zum Beispiel den SI-Index. Das ist wie soll ich sagen, ein eigener Index, ein eigener Algorithmus. Den haben wir selbst geschrieben. Basiert halt auf Google, aber irgendwie halt auch nicht. Wir haben halt in der Erfahrung in den letzten Jahren gesehen, dass halt Sistrix oft andere Werte anzeigt, wie das Google-Ranking eigentlich widerspiegelt. Man kann es nutzen, ist aber auch teuer und so weiter. SEMrush ähnlich, Screaming Frog muss man runterladen. Super gut, um Sitemaps zu generieren, um darüber Auswertungen zu machen. Ansonsten, ja, ist okay. Ahrefs zeige ich gleich auch. Man sieht es hier oben schon in Tabs. Das nutzen wir als Ergänzung. Kostet aber, ich sage mal, wenn es vernünftig macht, 200 € im Monat. Am besten 400 € im Monat. Deswegen, da gehe ich nicht so viel drauf ein. Das ist die Ergänzung, wer wirklich professionell arbeiten möchte. Aber wichtig, man braucht es nicht. Das ist im Prinzip in der 30-Euro-Lösung auch schon mit drin. Nicht so ausführlich, aber dieses Ausführliche muss man sich auch noch reindenken. Und dann wird SEO zum Fulltime-Job. Für Agenturen ist das gut. Oder für welche, die es wirklich richtig, richtig ernst meinen. Aber ich sag mal, 90% des SEOs kann man definitiv mit der Software machen, die ich gleich zeige, für 30 €. Genau, SEObility, Search Matrix und Write sind letztendlich dieselben, selben Mechanismen, aber halt einfach nicht so cool und alle deutlich teurer. Worum geht's hier? Ich habe mich jetzt schon mal eingeloggt bei uns im Plan und zwar geht's darum, ich habe jetzt auch hier, was ich eben sagte, von Englisch auf Deutsch automatisch übersetzt. Und dann habe ich hier fünf Tools in einem. Ich habe dazu schon andere Videos gemacht. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch die gerne auch an. Aber dieses Video soll einfach dafür sein, dass jeder versteht, 30 € im Monat investieren. Link unten in der Videobeschreibung. Und letzten Endes kann ich damit dann entsprechend alles umsetzen. Ich möchte das euch jetzt mal ganz kurz zeigen, was dahinter steckt, wie das Ganze zusammengebaut ist und wie man letzten Endes jetzt auch mal eine Seite, wir nehmen jetzt gleich mal ein Kundenbeispiel von uns, ein neues Kundenbeispiel, wie wir da rangehen würden. Und zwar geht es darum, wir haben die Stichwortforschung, haben die das jetzt übersetzt. Also ich gehe nochmal gerade auf Englisch, Keyword Research. Wir haben das Rank Tracking, wir haben Local SERP-Analyse, Backlink-Analyse. Site-Profiler für die SEO-Metrics und wir haben eine Extension für den Browser, zeige ich gleich auch nochmal, wo ich dann oben rechts ein Symbol habe, kann da draufklicken, kann darüber direkt, ohne das Tool überhaupt öffnen zu müssen, mir da Sachen rausziehen für jede Seite im Internet. Und ganz wichtig, ich kann hiermit auch Mitbewerber analysieren. Das ist alles, was ihr jetzt seht, in den 30 € im Monat inklusive. Wir zahlen 1000 im Jahr, weil wir noch viel, viel mehr brauchen. Mehr Keywords und so weiter, das sieht man hier. Aber das braucht ihr in der Regel nicht. Das heißt, wir haben auch damals mit 30 € im Monat angefangen. Das reicht erstmal. Ganz, ganz wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen. Da kommen keine Zusatzkosten dazu. Diese fünf Tools sind alle mit da drin, plus die Browser-Extension. Ich schalte nochmal gerade um auf Deutsch. Und dann fangen wir einfach mal an. Was ist Stichwort finden. Ich öffne die mal alle nacheinander in den Tabs. Das ist nämlich der KW-Finder. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier auch die Listenverwaltung, ich kann auch Sachen importieren und ich habe eine Historie. Braucht man wahrscheinlich sehr, sehr selten, aber auch diese Sachen sind hier sehr, sehr übersichtlich zur Verfügung gestellt. Also Listen kann ich mir entsprechend hinterlegen und kann dann auch sehen oder Track Keywords auch sehen, wie das Suchvolumen ist und so weiter und kann die auch sofort in die anderen Tools übertragen, zeige ich gleich auch mal. Das ist auch ganz wichtig und ganz praktisch, weil es ein System von Manguls entsprechend ist mit diesen fünf Tools. So, wenn wir jetzt mal hingehen würden und stellen das um, das geht auch weltweit. Ihr könnt jede Sprache analysieren, jedes Land und ich zeige es auch mal gerade, ihr könnt sogar sagen, zum Beispiel, wie viele suchen in Berlin nach diesem Keyword. Das geht also auch. Man kann sogar Städte, ich glaube ab 20.000 Einwohnern, kann man auch hierüber filtern. Das heißt, ihr könnt damit auch weltweites SEO machen und auch entsprechend neue Märkte erschließen. Das geht auch hiermit. Jetzt gehen wir mal hin. Ich weiß das gerade aus dem, das war ein Tippfehler. Auch das wird hier resigniert letztendlich. Und dann kann ich sagen, hier Musselintuch. Darum geht es nämlich bei der Kundin, die ich gleich zeigen werde. Und dann kann ich hier nach Suchvolumen filtern, das ist ja am wichtigsten, wie viele suchen es. Und
Dann habe ich jetzt absteigend entsprechend in dem Fall 38 relevante Zusatz-Keywords, Longtail-Keywords und kann das halt gefiltert nach dem Suchvolumen, letzten 12 Monate. Ich kann auch aktuelle Suchvolumina nehmen, seht ihr hier, ganz, ganz cool, mir in einer optisch schönen Oberfläche zusammenbauen. Das heißt, zum Beispiel hier diese Kundin, die ich gleich zeige, möchte ranken zum Musselintuch, zu Musselintüchern für Babys, entsprechend für Kinder. Und man sieht halt hier, was müsste ich ungefähr in Dollar ausgeben, um in den Suchergebnissen ganz oben zu stehen bei der Werbung, also Google Ads. Dann sehe ich, wie ist der Konkurrenzfaktor bei PPC, das heißt, wie viel Wettbewerb, Competition habe ich hier bei Google Ads. Wir haben 4 Platzierungen oben, 4 nochmal unten bei Google, wobei die unten unrelevant sind. Und letztendlich bei 4 Platzierungen, wenn ich schon 4 Leute habe, die genau auf das Keyword buchen, habe ich schon 100%. Es gibt aber tatsächlich Keywords teilweise, wo das nicht bei 100% ist. Haben wir jetzt hier nicht als Beispiel. Gucken wir mal hier, ja doch, wegen Amazon, da bietet halt keiner drauf, das wäre blöd. Hier sieht man auch gerade die Kundin und die kann ich auch mal gerade im Hintergrund aufmachen oder euch mal zeigen. Auf jeden Fall sieht man dann hier ist die Konkurrenz gering, weil niemand bietet auf dieses Keyword mit Amazon, weil die Leute auf Amazon gehen wollen. Deswegen werden die niemals in einem Online-Shop kaufen. Das aber nur am Rande erwähnt. Ich springe nochmal ganz kurz zurück zu dem KD, das ist der Keyword Difficulty. Man hat ja auch überall Erklärungen und letzten Endes kann ich halt dann sagen, okay, wenn der Wert hier, das sieht man, wird hier gerade nicht mehr angezeigt, okay, aber hier habe ich diese Konkurrenzbewertung, sage ich mal. Wir sagen, von 0 bis 20 braucht man ca. 6 Monate, um in die ersten Plätze zu kommen. Von 20 bis 40 zwischen 6 und 24 Monate und ab 40 braucht man schon mindestens 2 Jahre, um wirklich ins Ranking zu kommen, außer die Ausgangsseite ist extrem stark. Hier sehen wir auch das Suchvolumen und vor allem auch den Verlauf über die Jahre hinweg, was auch immer sehr, sehr interessant ist. Und wir sehen den Trend. Das heißt, wir können auch sehen, ob das Suchvolumen hochgeht. Wenn ich zum Beispiel relativ aktuelle Themen habe, dann ist das natürlich auch eine Sache, wo ich mich dann mit diesem Tool auch nach vorne bringen kann. Ja, wie eben gesehen, ich gehe nochmal gerade runter zu dem einen Keyword, habe ich dann hier auch die aktuellen Suchergebnisse. Das ist eine neutrale, standortungebundene Suche. Das heißt, wirklich neutral. Das kann man ja selbst mit einem privaten Fenster im Browser sehr, sehr schwer nachbilden. Dementsprechend habe ich hier aber halt wirklich eine neutrale Suche und kann das sehr, sehr gut bewerten. Die Seite analysieren wir gleich mal und letzten Endes habe ich hier meine Keywords und ich habe hier die Möglichkeit, Autocomplete noch zu machen. Das heißt, was schreiben Leute hinter Musselintuch? Das ist vergleichbar mit, wenn ich jetzt mal hier auf Google gehe und tippe ein Musselintuch, Leerzeichen. Dann kommen diese Wörter dahinter. Das sind die Autovervollständigung, auch die kann ich mir rausziehen und Questions entsprechend, welche Fragestellungen werden zum Musselintuch entsprechend bei Google gesucht. Das können wir gerade mal machen, dann sehen wir das auch. Dann sieht man hier Musselintuch wofür, Musselintuch waschen, Anleitung, Musselinhalstuch und so weiter. Hier auch nähen, da sieht man also auch das Suchvolumen direkt dazu. Teilweise ist das Suchvolumen so gering, dass man noch keine Daten hat. Deswegen werden hier auch Not Available angezeigt. Aber das ist alles halb so wild. Wir gehen wieder zurück zu Related Keywords und würden jetzt einfach mal hingehen und uns ein paar markieren. Ach so, was ich noch zeigen muss, sind die Filterungen. Ganz, ganz cool. Hier kann ich also auch, wenn ich jetzt mal ganz, ganz viele Keywords habe und will die ein bisschen filtern, will manche Sachen ausschließen, kann ich halt auch ganzen Werte Min-Max eingeben, Include, Exclude, Or und And. Das heißt, man kann sich wirklich hier die Listen ganz einfach zusammenbauen und vor allem auch ganz einfach abspeichern. So, ich guck mal gerade, gehen wir mal gerade so hin. So, Senfgelb, Musselintuch, großes, so 100x100, das nehmen wir auch noch mit dazu. Ich kann mir zum Beispiel auch hier als die direkt zu einer Liste hinzufügen, das geht also auch. So, nehmen wir das mal noch alles mit dazu, grau, ja, der Rest ist eigentlich schon fast handmade. Rossmann brauchen wir alles nicht, das Weiß, Baumwolle können wir auch noch mit dazu nehmen. Tuch, Kopf, nochmal Senfgelb. Jetzt gehen wir hin und könnten sagen, Add to List, mache eine neue Liste, Mummelito, so heißt die Kundin,
Und zack, jetzt habe ich die Liste hinzugefügt. Hier oben sieht man sie. Man kann es direkt ja, dann auch auf Track Keywords gehen und könnte diese Keywords halt entsprechend einem Tracking hinzufügen. Haben wir jetzt noch nicht. Legen wir gleich zusammen an. Zeige ich nämlich, wie ich jetzt automatisiert jede Woche mir zum Beispiel einen Bericht schicken lassen kann zu diesen Keywords. Was ich jetzt mache, exportieren, Copy to Clipboard. Das heißt, ich kann mir jetzt direkt ein Word-Dokument kopieren oder egal wohin. Oder Export to CSV. CSV wäre dann zum Beispiel, wenn man externe Texte hat, möchte denen die Keywords zusenden, dann kann man dem die einfach zuschicken. Das geht also einfach mit einem Klick hier, super praktisch, ganz einfach und ja, letzten Endes ist das echt easy. Wie gesagt, nochmal hier, die Mitbewerberanalyse ist auch aufgebaut, die wichtigsten Faktoren sehe ich hier, der Mitbewerber, und kann auch so mich an deren Texten natürlich orientieren. Das als kleiner Tipp. Ich kann hier sofort auf Analyze SERP gehen. SERP steht für Suchergebnisse und kann hier nochmal ausführlich entsprechend mir auch die Suchergebnisse hier anzeigen lassen, alles ganz neutral, und vor allem ich kann einen Snapshot machen lassen. Neutral, wo man dann hier die Google-Vorschau hat und kann das direkt als Bild abspeichern. Auch super praktisch, auch wenn ihr jetzt eine Agentur seid oder so, könnt ihr das dann direkt dem Kunden zusenden. Oder hier Save as Image und so weiter, Export zu CSV, kann man auch Mappack und alles exportieren lassen. Eine vollständige CSV mit wenigen Klicks, also wirklich, wirklich geil. Das Ganze geht auch noch Desktop mobil, kann man auch noch auswählen. Auch eine coole Sache, weil ja die mobile Suche auch nochmal anders ist. Auch hier dann letzten Endes direkt als Image abspeicherbar. Mega cool, muss man einfach so sagen. So, jetzt hatten wir hier die ganzen Tools. Jetzt gehe ich zur Rangverfolgung, also Rank Tracking. Gehe ich mal hin. Hier haben wir natürlich schon einige. Ich lege jetzt mal mit euch zusammen ein neues Rank Tracking an. Dazu gehe ich mal ganz runter. Da habt ihr jetzt gerade auch gesehen, wieso wir so ein bisschen mehr brauchen wie der normale Nutzer. Jetzt gehen wir hin, das ist die Seite. So, und packen die hier rein. Man sieht es auch intelligent, HTTPS hat er sofort weggemacht. Wir sind hier erstmal für Deutschland unterwegs. Und hier gucke ich mal gerade, das ist nämlich auch wichtig, weil der Google Map Pack ja zum Ranking mit dazu zählt, sollte man den auch hinzufügen. Da sieht man es. Jetzt sage ich Next Step Keywords. Man differenziert hier auch nochmal zwischen Desktop und Mobile Search. Wir machen meistens nur Desktop, weil die mobile Suche immer noch sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Ja, achtet darauf, www und nicht www, also wirklich wie die Domain oben in der Zeile ist, zu hinterlegen. Dann sage ich Next Step und hier kann ich jetzt einfach importieren oder vom KW Finder, also eine Datei importieren, die CSV-Datei, oder vom KW Finder importieren. So, wir haben das ja hier gerade gemacht. Jetzt gehe ich Copy to Clipboard oder könnt es auch mit dem einen Knopf importieren und kopiere die einfach hier rein. Start Tracking. Das war's. Jetzt dauert ca. 30 Minuten oder eine Stunde und dann habe ich hier entsprechend die aktuellen Rankings. So einfach geht das. Man kann hier oben den Link Share Tracking. Ich kopiere das gerade mal und dann kann man den auch jederzeit aufrufbar machen, dem Kunden schicken. Wir haben unser Logo eingebunden und hier hat man auch die einfachen Filtermöglichkeiten. So, und das ist halt sehr, 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 sehr cool, weil man auch hier automatisierte Reportings machen kann für jetzt Agenturen oder für Freelancer, die das weitergeben möchten. Wir machen zum Beispiel das dann so, dass wir sagen, wöchentlich, wir haben extra eine SEO-Ad, PicTab, da ist unser SEO-Teamleiter, der entsprechend informiert wird, wöchentlich. Bericht, und hier machen wir das halt wöchentlich entsprechend oder halt monatlich, kann ich sagen, so zack, und dann ist der Bericht erstellt. Das war's. So einfach ist es. Was ich jetzt noch zeigen möchte, ist das Thema Tags. Tags ist nämlich ganz praktisch. Wir machen jetzt mal hier mit mit Musselin, kann auch eine Farbe vergeben, wie auch immer, und kann sagen Assign. Und dann habe ich entsprechend hier oben nachher, wenn ich mehrere Keywords habe, ich gehe mal gerade hier hin, man sieht, wir haben ja mehrere Kategorien, und dementsprechend habe ich ja nachher 100 Keywords oder noch mehr da drin für den gesamten Shop. Und dann kann ich mir die hier einfach drüber filtern. Das heißt, ich habe dann hier oben die einzelnen Kategorien und kann mir die durchklicken und habe das sehr, sehr schön übersichtlich. Wir haben ja jetzt schon 24 drin und dementsprechend ist es halt wirklich sehr, sehr einfach handelbar. Übrigens kann man hier auch noch mobile Suche dann hinzufügen, einfach mit einem Klick, dann nimmt er automatisch alle Keywords, auch das mega einfach,
Filterung nach wie vor auch hier möglich. Ja, und dementsprechend hat man hier ein automatisiertes Rank-Tracking. Können die meisten Tools schon mal nicht. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema. Hier, ich übersetze mal wieder gerade auf Deutsch. Lokale SERP-Analyse. Wir analysieren jetzt mal einfach Mumulito für entsprechend ein Keyword, beziehungsweise gehen wir jetzt nochmal hin. Musselin-Tuch. Und sehen hier, kommen wir wieder auf dieselbe Ergebnis. Das heißt, alle Tools untereinander sind verknüpft. Das ist dasselbe, als wenn ich hier klicke. Hierüber kann ich aber dann die neutrale Suchanalyse machen, bevor ich mich zum Beispiel für ein neues Produkt bewerbe oder bevor ich überhaupt ein neues Produkt an den Markt bringen möchte. Dann kann ich dieses Tool dafür nutzen oder eine neue Dienstleistung oder ich will einfach einen Wettbewerb einschätzen können. Dann kann ich das Tool nutzen und habe halt hier darüber auch eine direkte Analysemöglichkeit der neutralen Suche. So, jetzt gehen wir ins nächste Tool, Backlink-Analyse. Backlinks sind ja die Links von anderen Seiten auf meine Seite. So, jetzt kann ich hingehen, den Link reinkopieren. Ich sage immer one link per ref domain, weil man kann natürlich auch von einer Domain mehrere Links bekommen, gerade wenn zum Beispiel Links im Footer gesetzt werden. Ja, und hier sehe ich dann entsprechend auch die Backlink-Analyse. Habe hier auch eine Preview der Seite, was ich auch sehr, sehr cool finde, dass ich direkt sehen kann, okay, wo ist der Link gesetzt, wie sieht das Ganze aus. Man kann mir das halt hier auch zusammenbauen, kann auch filtern nach DoFollow, NoFollow und so weiter, hat eine Suchfunktion, kann das auch wieder exportieren, was ich immer super wichtig finde. Dafür nimmt Sistrix zum Beispiel immer extra Credits, also extra Geld dann auch. Und ich kann das Ganze natürlich auch wieder filtern hier oben. Ich habe die Möglichkeit auch nach neuen und verlorenen Links, weil so ein Link kann ja auch mal verloren gehen, zu filtern. Also auch das, eine Backlink-Analyse ist hier direkt mit drin. So. Auch praktisch. Dann gehen wir zum nächsten, SEO-Metriken. Das ist der Site-Profiler. Auch hier tippe ich wieder die Domain an und kann mir hier ein einfaches Site-Profile machen von meiner Webseite. Ich sehe also die DA, PA, CF und den Trustflow. Ich sehe den Alexa-Rank, wenn er denn vorhanden ist. Ich sehe die IPs, die auf mich leiten, Backlink-Profil, wie die Backlinks steigen. Und das ist sehr, sehr optisch schön und so weiter aufgebaut. Ja. Das Ganze ist noch sehr, sehr rudimentär, funktioniert bei großen Seiten besser wie bei kleinen. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, ich kann hiermit schon mal eine grobe Analyse machen. Wenn ich das professionell machen möchte, nehme ich Ahrefs, was ich am Ende noch mal kurz zeigen werde. Wie gesagt, kostet aber ab 199 € im Monat. Hier reden wir von 30 €, beziehungsweise ich sage es euch auch, es sind sogar Dollar im Monat. So, das heißt, hierüber kann man jede Seite analysieren. Auch die Seite muss einem nicht selbst gehören. Wichtig, ihr könnt jede Seite im Internet analysieren damit. Dann kommen wir letzten Endes zum Hauptpunkt. Was kostet das Ganze? Mangools Basic ist es, das sind 29,90 €, und das halt wirklich ja, pro Monat bei jährlicher Zahlungsart. Wenn man es monatlich zahlt, sind es 50 €, kauft es jährlich, das sind 360 €, lohnt sich auf jeden Fall und ist echt super, super gut. Ja, wenn man sich das Ganze dann mal anschaut, kann man auch hier weitere Steigerungen nehmen. Und selbst als Agentur ist es immer noch erschwinglich mit 80 € im Monat, kann sich jeder leisten und ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Wie ihr gerade gesehen habt, alles unter einem Dach, alles verknüpft und es sieht einfach schön aus. Link dazu unter dem Video, unterstützt mich damit einfach und ihr zahlt nicht mehr, ich kriege ein paar Prozent ab. Und somit hat sich das ganze Video mit der Erklärung, wie wir rangehen, wie unsere Prozesse sind, auch für euch sowieso gelohnt. Ihr habt den Mehrwert, ich kriege ein paar Euro dafür und freue mich einfach, dass ihr jetzt auch ein super SEO-Tool an der Hand habt. Und ich sage es jetzt schon mal, ich hoffe, das Video hat gefallen. Kommentiert unter dem Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unter das Video und gebt mir gerne auch Feedback, wie ihr das Tool findet, ob ihr damit zurechtkommt. Und natürlich habt ihr jederzeit auch die Möglichkeit, den Daumen hoch zu geben für das Video. Da freue ich mich sehr drüber und vor allem freue ich mich, wenn ihr weiter im SEO-Ranking steigt. Ja, und jetzt noch ganz kurz gezeigt, Ahrefs Preisgestaltung oben, nur mal ganz kurz gezeigt, haben wir halt hier letzten Endes die 179, 3,99. Man braucht eigentlich schon die 3,99, damit es Spaß macht. Ja, und hier kann ich dann mal sagen oder zeigen, wie das Ganze aussieht.
Das ist ein bisschen komplexer, ist alles eher technischer. Ich habe dann hier, man sieht es auch, die Übersicht ist letzten Endes nicht so, ja, nicht ganz so sexy, aber halt viel mehr technisch. Ich habe Top-Mitbewerber auch hier in der Übersicht. Ich habe hier die organischen Keywords, es gleicht sich schon sehr. Ich kann die Top-Seiten auswerten nach Traffic und so weiter. Hier sieht man es nochmal. Ja, das ist alles halt noch viel, viel mehr in die Tiefe gehend, ist auch super cool, aber man muss einfach sagen, dafür kostet es halt auch viel, viel mehr. Das Schöne ist, wieso ich AREFs immer allen vorziehen würde, ist halt einfach die Möglichkeit, dass ich hier den Export habe. Das ist bei vielen Tools nicht möglich oder nur kostenpflichtig möglich und das ist hier auch mit drin. Ja, letzten Endes Backlinks zeige ich nochmal ganz kurz, weil das nutzen wir sehr gerne. Wir haben auch hier den Rank Tracker bzw. ein Site-Audit mit da drin. Wird jetzt das Video zu sehr sprengen, weil es eh sehr teuer ist und für die meisten nicht notwendig ist. Die 30 Euro hier, die ich eben zeigte, bei Manguls macht es einfach, ja, macht es einfacher und es ist besser für den normalen Nutzer. Ich zeige noch gerade ganz kurz im Firefox entsprechend die Toolbar. Man sieht es hier, SEO Extension. Und dann habe ich hier direkt die Werte, kann auf Keywords gehen. Und der analysiert sofort die Seite. Das geht mit jeder Webseite. Ich könnte jetzt jede öffnen und kann hier direkt filtern, kann hier draufklicken, See All Keywords. Und dann würde er das auch direkt anzeigen. Backlinks on Page. Das ist noch sehr, sehr interessant. Achtung, es lädt immer ein bisschen, weil er halt diese Schnittstelle herstellen muss. Ich gucke mal gerade, ob er es lädt, weil das ist ja noch abschließen. Zum Beispiel On-Page-Keywords kann ich mir analysieren. Hier sieht man zum Beispiel auch oft, wenn das Template, wenn das Theme entsprechend nicht gut gemacht ist, dann fällt das hier auf. Aber man kann halt vor allem sehen, die Headings hier zum Beispiel gibt es keine H1 auf der Webseite. Wir fangen nämlich jetzt erst mit der Optimierung beim Kunden an. Ist neuer Kunde und dementsprechend muss man einfach sagen, ja, kann man hiermit sehr, sehr schön analysieren. Auch das ist wieder inklusive. Ja, das soll es von mir letztendlich gewesen sein. Link zu dem Tool in der Videobeschreibung. Nutzt ihn bitte. Registriert euch. Ich glaube, die ersten 30 Tage sind sogar kostenfrei, beziehungsweise man hat 48 Stunden Geld-Zurück-Garantie. Braucht ihr aber nicht. Ich habe euch jetzt alles gezeigt, wie es funktioniert. Macht euer Rank-Tracking sofort an. Analysiert eure Keywords, beziehungsweise analysiert eure Seite. Packt die Keywords ins Rank-Tracking und dann macht ihr hier richtig, richtig gutes SEO damit. Wenn ihr entsprechend mal professionelles SEO braucht, wenn ihr sagt, ihr kommt nicht zurecht, dann meldet euch gerne bei uns. Wir helfen euch gerne. Wir haben ganz, ganz viele Informationen. Wir zählen mit Stand Dezember 2021 zu den Top 100 SEO-Agenturen, sind sogar in der ersten Hälfte. Wir waren nochmal in den Top 30 drin, das nur am Rande erwähnt. Das heißt, wir wissen, wie man SEO macht. Man sieht hier auch ein paar Beispiele und wir haben entsprechend hier auch die Beratung und können euch nach vorne bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier seht ihr auch die aktuellen Paketpreise. Diese werden sich wahrscheinlich wieder erhöhen. Aber letzten Endes ist dann halt auch, habt ihr eine professionelle Betreuung, inklusive Texte, inklusive Backlinks und dann macht es auch wirklich Spaß. Das noch am Ende erwähnt. Gerne biete ich euch auch wieder eine individuelle Beratung an. Wenn ihr sagt, ihr wollt das doch selber machen, aber ihr kommt nicht ganz so klar damit, meldet euch bei mir, dann machen wir eine Beratungsstunde. Und dann helfe ich euch, wie ihr euer SEO-Ranking nach vorne bringen könnt. Und kauft euch auf jeden Fall das Manguls-Tool, damit ihr selbst so ein bisschen auch SEO-Überblick habt. Verzichtet auf die ganzen teuren Tools, nehmt das und dann habt ihr wirklich langfristig Spaß damit. In diesem Sinne jetzt Umsatz kommt von Umsätzen. Viel Spaß mit dem SEO-Tool. Daumen hoch geben, kommentiert unter dem Video und ich sag mal bis zum nächsten Video.